Englisch oder Deutsch? Russisch. Halbe, halbe. Esperanto. Okay, time is money. Ich denke, die meisten Leute in diesem Raum programmieren mehr oder weniger regelmäßig. Ob es nun wirklich Vollzeitentwickler sind oder Operations oder halt eben auch einfach nur Open Source Beteiligte. Für alle gleichermaßen gilt eigentlich, dass Zeit ziemlich wichtig ist. Denn je schneller man ist, desto mehr kriegt man gebacken. Ich möchte das sagen, weil ich mich wirklich, wirklich für Codequalität interessiere. Ich möchte den besten Code schreiben, den ich in der Lage bin zu schreiben und eigentlich auch, dass ihr das tut. Ganz bewusst. Ja. Denn zum Beispiel, also gerade wenn man in Perl programmiert, hat man sehr viele Freiheiten, was den Code angeht und sehr viele Möglichkeiten. Leute, ich brauche Entspannung. Ich war da am Strand, ich habe ein herrliches Buch gelesen und eine kleine Passage in diesem Buch hat mich sofort absolut gehackt. Instead of imagining our main task is to instruct a computer what to do, let us concentrate rather on instructing to human beings what we want a computer to do. Das ist ungefähr seit Jahren eigentlich meine Prämisse, dass ich sage, wir schreiben den Code für andere Menschen und eigentlich nicht für Computer. Natürlich wird er dann da ausgeführt, aber wir verbringen sehr viel Zeit damit, den Code zu ändern, üblicherweise. Wir hatten gestern dieses herrliche Beispiel von Lukas, wo wir dieses Schachcomputer-Output-Zeugs haben. Ich bin persönlich kein Schachspieler und ich kenne auch das Format nicht. Das heißt, ich kann mit dem oberen eigentlich überhaupt gar nichts anfangen, auch wenn es irgendwie concise und complete ist. Das da unten ist plain English. Also jeder, der in der Lage ist, Englisch zu lesen, kann es verstehen. Readability ist halt nicht objektiv. Es ist kein absoluter Wert, sondern, also, ja. Es ist auch kein Schwarz-Weiß. Wir befinden uns irgendwo auf einer Grauskala. Und ich bin der Meinung, wir sollten versuchen, möglichst weit runterzukommen, möglichst lesbar den Code zu machen, dass jemand mit möglichst wenig Wissen den Code trotzdem lesen und verstehen kann. Heißt nicht unbedingt Babyboom. Wir haben eigentlich im Moment zwei Arten von Entitäten, die Code verstehen sollen. Das eine sind Computer. Die machen mehrere Millionen Rechenoperationen pro Sekunde. Sie können sich Millionen von Wörtern oder Zahlen pro Sekunde merken. Sie können Tausende von Zeilen Code pro Sekunde verstehen. Das Erstaunlichste daran finde ich, ohne Fehler. Dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Wir können andere Sachen gut, zum Beispiel Bilderkennung. Irgendwie, aus welchem Grund auch immer, sind unsere Gehirne ziemlich gut darin, Bilder zu erkennen. Wir hören nicht auf danach, sondern nachdem wir tatsächlich das Bild erkannt haben, fangen wir an, uns Gedanken darüber zu machen, was vorher passiert ist und was als nächstes passieren wird. Das ist so ziemlich ein Alleinstellungsmerkmal der Menschen. Diese Art der Bilderkennung hat eigentlich direkten Einfluss darauf, wie wir lesen. Üblicherweise lesen wir nicht jeden Buchstaben einzeln, sondern wir erkennen ein Bild und merken, da ist irgendwo ein Fehler. Idiome funktionieren dann, wenn man sie kennt, dann muss man sie auch nicht lesen. Ich gehe davon aus, dass die meisten Leute das nicht gelesen haben, sondern einfach erkannt haben, ist natürlich immer dann ein Problem, wenn jemand das Idiom nicht kennt. Time is money. 6,5 Cent, das sind leider Euro-Cents, das müssten US-Cents sein. 6,5 Cent kostet eine Amazon EC2-Instance in Irland pro Stunde.
sie arbeitet 24/7, 30 Tage. Das macht knapp 50 US-Dollar pro Monat. Wenn ich das anders rechne, ist das ein Entwicklertag, 8 Stunden, kostet ungefähr so viel wie ein Amazon-Server pro Jahr. Ich habe so oft gesehen, dass Lesbarkeit von Code darunter leidet, dass jemand sich auf Performance berufen hat. Wenn es euch 8 Stunden kostet, den Code zu warten, weil er unlesbar ist, könnt ihr euch auch lieber noch einen Server dazustellen und das gleiche Geld ausgegeben haben. Es lohnt sich oft, von vornherein ein bisschen Arbeit einfach zu investieren, dass es hinterher schöner rollt. Ich möchte ein paar Sachen vorstellen. Achso, okay, der fehlt noch. Das ist Massimo Banzi. Okay, I'm never going to touch this sucker again, only to realize 6 months later that I need to update the code or fix a bug. Es ist immer so die Wunschvorstellung, der Code wird geschippt und er ist draußen und er läuft einfach. Ja, klar. Wir haben immer Bugs oder Feature Requests, manchmal muss man es an eine neue Umgebung anpassen oder einfach, man möchte refactoren. Es gibt so viele Gründe und your mileage may vary, but ich brauche mehr Zeit, um Code zu maintainen, als ihn eigentlich zu schreiben. Also ursprünglich. Genau, jetzt kommt die Technik. Das Beste, die beste Art, Code zu schreiben, ist, kein Code zu schreiben. Wir haben das CPAN und eigentlich erwarte ich von jedem, dass er, wenn er eine Aufgabe bekommt, als erstes in CPAN geht oder Meta-CPAN oder was auch immer und da erstmal Zeit verbringt und guckt, was gibt es, welche Lösungen kann ich einfach benutzen, was für Möglichkeiten habe ich, den Code nicht selber zu schreiben. Zweitbeste Lösung ist, nicht wirklich Code zu schreiben, sondern was Deklaratives oder Konfigurationen an. Ich finde, Moose ist ein herrliches Beispiel. Dieser gesamte Moose-Code ist deklarativ. Es ist viel schwieriger, Bugs da einzubauen, beziehungsweise wenn man es tut, dann fällt es normalerweise sehr schnell auf. Genauso gut gilt es für Konfigurationsdateien, wenn man eben den Code nicht mehr anfassen muss, sondern einfach nur die Konfiguration ändert oder eine neue Konfiguration erstellt, eine Alternativkonfiguration, was auch immer. Also je mehr man in irgendwelchen Config-Dateien hat, in einer schönen YAML, die auch gut lesbar ist, desto seltener muss man an den Code ran. Brian Kernighan. Everyone knows that debugging is twice as hard as writing a program in the first place. So if you're as clever as you can be when you write it, how will you ever debug it? Wieder so ein Argument. Man schreckt sein, also es gibt ja auch diese Best Practice. Kill your darlings. Immer dann, wenn man besonders stolz ist auf dieses kleine Stückchen Code, weil es so elegant und so super ist, ist es höchstwahrscheinlich, dass ein anderer Entwickler oder auch man selbst später Probleme haben wird, es zu verstehen. Ist ganz gut, solche Sachen zu meiden. Es spart einem hinterher Zeit, den Kram wieder zu verstehen. Dataflow. Eigentlich sind wir es gewöhnt, dass eine Funktion oder Methode oben die Daten reinkommen, sie werden übergeben. Unten geben wir irgendwas Schönes, ein Ergebnis wieder zurück. Das, was da so leckt, könnten globale Variablen sein, Singletons. Das ist jedes Mal zusätzlicher Zustand, State, den man sich merken muss, wenn man versucht, den Code zu lesen. Man muss immer bedenken, was außerhalb noch alles sein kann, wenn man diese Seiteneffekte hat. TDD, hey, wer von euch schreibt Tests für den meisten Code? Wow. Wer von euch schreibt die Tests vor dem Code? Okay, nicht mehr so viele. Wie viele von euch haben es ausprobiert und gesagt, es ist scheiße? Wow. Okay, vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen schulen. Denn offensichtlich ist da irgendwas schiefgegangen. Also ich möchte kein verurteilen, sondern ich denke nur, es hat nicht so geklappt, wie es eigentlich sein soll. Man muss es auch lernen. Es wird immer als Argument drangenommen, ja, wir müssen Tests schreiben, damit wir wissen, wir sind bugfrei.
Ein ganz großer Vorteil von TDD ist, dass der Code einfach viel besser wird. Also vor allem, gerade wenn man den Test vorher schreibt, hat man viele schöne kleine modulare Einheiten, die man wunderbar testen kann. Und den Code natürlich so schreibt, dass die Tests möglichst einfach dafür sind. Und das verbessert die Codequalität ungemein. Wir sollten im Anschluss TDD nehmen. Lass es ein bisschen exotischer werden. Probiert mal ohne Ifs zu programmieren. Klingt vollkommen bescheuert, ich weiß. Aber, also lassen sich auch nicht alle vermeiden, aber man kann viele Ifs eliminieren. Und der Code, der dann übrig bleibt, ist wesentlich einfacher zu lesen. Weil jedes If die Anzahl der möglichen Zustände verzweifelt. Mindestens verzweifelt, wenn ich noch ein Else drankomme. Symptomatische Komplexität. Tell und ask. Schon mal gehört? Es geht um die Vermeidung von Return Values. Anstatt zu sagen, Objekt, gib mir Wert X, kann man dem Objekt auch sagen, mach mal was. Und es weiß selber, wie es das tun muss. Ist auch anfänglich ein bisschen schwierig, aber auch das verbessert den Code ungemein. Ich kann es einfach so empfehlen, mal auszuprobieren, einfach mal ein bisschen Fun. Das ist oft gut. Ah, hier, noch ein Rockstar Developer. Donald Knuth, der ältere von beiden, mit seinem bekannten Zitat, Premature Optimization is the root of all evil. Bitte erst optimieren, nachdem der Profiler gelaufen ist und ihr wisst, wo es sich lohnt zu optimieren. Es gibt so viel Code, wo hirnlos komplett irgendwas unlesbar gemacht worden ist, unter dem Vorwand, es würde dann schneller laufen und es bringt überhaupt nichts. Robert C. Martin, Uncle Bob. The proper use of comments is to compensate for our failure to express ourselves in code. Ich stimme da ziemlich weit mit ihm überein. Wenn man den Code wirklich sauber schreibt, dann erübrigen sich die Kommentare. Also es gibt so Ausnahmen wie comments tell us why, not how. Sowas kann sinnvoll sein, aber ich finde, sowas gehört eigentlich in die Dokumentation und muss nicht unbedingt einfach nur ein Kommentar sein. Aber immerhin. Ja, natürlich. Aber POT ist an der Stelle eleganter als einfach nur ein Hash. Wir arbeiten derzeit in einer sehr großen Legacy-Codebase, die ein bisschen alt ist und von Leuten geschrieben, die nicht allzu viel Plan haben. Da sind massiv Kommentare drin. Das Problem ist, der Code hat sich weiterentwickelt, die Kommentare nicht immer, der Code ist verschoben worden, die Kommentare bleiben da stehen. Und wenn man dann fünfmal über so einen Kommentar gestolpert ist, der einem überhaupt nicht weiterhilft oder der vielleicht eine Falschaussage sogar ist, dann liest man die einfach nicht mehr. Und dann ist das einfach nur noch Müll im Code, der einen daran hindert, den Rest zu lesen. Schöner wäre es, wenn man den Code so schreiben könnte, dass der Kommentar überflüssig wird. Meine Infantenfolie. Ich wollte Elefanten haben. Es geht auch so ein bisschen um die Codebase-Größe. Je größer die Codebase wird, desto mehr Probleme kriegt man mit unlesbarem Code. Wenn man versucht, nur auf Lesbarkeit zu optimieren, macht man üblicherweise schon andere Sachen mit, die an sich den Code einfach besser machen. Kleinere Einheiten, Single Responsibility, Module, Funktionen, Methoden, was auch immer. Und time is money. Es gibt Workshops, Trainings, auf Coursera-Kurse, die sich mit Codequalität, Codelesbarkeit beschäftigen. Unglaublich viel kostenloses Material. Es gibt eine Bewegung, die sich nicht direkt mit Lesbarkeit beschäftigt, aber mit Software Craftsmanship. Software Craftsmanship Bewegung befasst sich mit Codequalität vorrangig, aber Lesbarkeit ist ein sehr großer und wichtiger Punkt dabei. In Deutschland ist die größte Organisation die Softwareskammer. In den Städten gibt es sie schon. In den Städten, wo sie fehlt, möchte ich darum bitten, sowas zu gründen. Herrliche Meetings. Es gibt Literatur en masse, wunderschöne Literatur, wenigstens das erste Clean Code bitte lesen. Man muss nicht mal hundertprozentig übereinstimmen, aber einfach mal gelesen haben und
noch ein Beispiel für lesbaren Code. Compiled und läuft durch in weniger als einer Sekunde, printet 99 Bottles of Beer auf die Konsole. Absolut unlesbar und ich möchte es nicht warten. Absolut sauberes Layout. Ja, recognizable, but not readable. Selbsterklärend. Okay. Gibt es Fragen dazu? Hast du eine Empfehlung zu irgendwelchen How-To-Tutorial oder irgendwas im Netz? Weil ich denke mal, es wird vielen so gehen, dass sie anfangen zu programmieren und nicht irgendwie Bücher kaufen, weil die halt echt teuer sind. Hast du da irgendeinen schönen Link? Oder eine Linksammlung vielleicht? Die Frage war nach einem schönen Tutorial, was man im Netz findet, was kostenlos ist, im Gegensatz zu teuren Fachbüchern. Absolut coole Frage. Ich weiß jetzt aus dem Kopf keine Linksammlung. Ich kann dir auf jeden Fall ein paar Sachen sagen. Und eigentlich finde ich, wir sollten eine Seite machen, wo wir die Links draufpacken. Dann vielen Dank.